Freunde, wir stecken in der Klemme, doch zum Glück gibt es Brettspiele. Herzlich willkommen. Servus Maria. Hi Markus. Hallo Leute, es wird wieder ausgepackt. Wir haben noch ein paar Spiele, nämlich Endless Winter und Discordia. Auf Endless Winter habe ich mich sehr gefreut, auf Discordia hast du dich sehr gefreut und ich mich auch. Ich wollte es bei der Spiel kaufen und dann habe ich es nicht gekauft und dann hast du es bekommen und jetzt bin ich glücklich darüber. Ja. Und ich wünschte mir, ich hätte es gekauft auf das Spiel, weil dem netten Herrn, der das Spiel gemacht hat, der wurde bestohlen. Mhm. Tatsächlich sogar wurde seine Tageskasse gestohlen. Ja. Wir haben das so spät mitbekommen, sonst wären wir da vorbeigegangen hätten und hätten was gekauft. Das kann immer passieren, ist leider traurig, dass es solche Individuen gibt, die solche Events nutzen, um sich selbst zu bereichern. Ich verstehe es nicht, aber ich verstehe es schon, weil das nun mal Menschen auch sind. Aber wollen wir über schönere Sachen reden? Nämlich Endless Winter, und das schön ist, weiß ich nicht. Überlebe die letzte Eiszeit, naja, so super schön ist nicht. Aber interessanterweise ist es ein Spiel, wo es um Winter und Eiszeit geht und es ist von Frosted Games. Mit bei Frosted Games durchaus nette Spiele hat. So, ist ja auch ein deutscher Verlag. Machen wir gleich auf oder zeigen wir das? Ja, schauen wir mal her. Ein Kennerspiel und man sieht schon große Boxen. Ne? Mhm. Ja, schon riesig. Ja. Schauen wir mal, was drinnen ist. Ja, bitte. Also man sieht ja auch Figurchen und so. Sicher. Ja. Und das finde ich auch wieder, das glänzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob dir das... Oh ja. Die Innenseite ist bemalt. Die Innenseite ist wirklich schön bemalt. Also das mag ich auch. Wenn so kleine Details machen einen Spieler einfach viel glücklicher und ist wirklich schön gemalt. Also das ist naja, wirklich, schön. Es ist halt eine Skizze. Naja, es ist interessant und was Neues. Was kann anderes. Man machen, ja. Da haben wir dann wieder ein Regelheft gleich. Und dann schauen wir uns das an. Ah, das mag ich. Das ist so auch mit Leinenfinish. Das Buchlein, also das ist gut, das lasse ich leicht umblättern, ja, mit vielen Figuren, also da angemalt und viel... Genau, die Rückseite hat dann noch eine Auflistung der Symbole, das ist auch das immer ist ganz auch toll. Gut, ja. Also es sind viele Bilder und Text auch wieder färblich und unterschiedlich, das mag ich auch. Passt alles, ja. Damit man weiß, was wichtig ist und das ist, was der Markus gesagt hat. Dann haben wir den Solo-Modus, der ist auch nicht so knapp, also da ist sehr viel Text und ist auch ganz schön einiges dabei. Das ist ja halt ein Kennerspiel. Ja, aber Solo-Modus ist halt dann oftmals immer ein Anhängsel, aber hier anscheinend nicht so wirklich. Anscheinend muss man da viel machen. So, dann haben wir da so Playerboards. Double-layered Playerboards. Ja, die sind immer gut. Yes. Also wirklich so dick mit Aussparungen. Ich weiß, das kann sich nicht jeder leisten, aber sowas sollte mittlerweile Standard werden. Sollte eigentlich, ja. Weil das ist schon was Gutes, weil dann rutscht das Material nicht weg. Und ich mag die Grafik, muss ich sagen. Die ist hübsch, ja. Ja, die erinnert mich an viele Spiele. Mich jetzt an Primal, das ist eine Serie eben aus der prähistorischen Zeit, wo es um einen Neandertaler geht, im Prinzip, sein bester Freund ist ein Dino. Aber es ist auch realistisch getrimmt, mehr oder weniger. Okay. Und sehr blutig, sehr brutal. Also Spartakus brutal. Oh, Wahnsinn. Nur als Zeichentrick. So, da haben wir so ein Inlay drinnen, ja? Oh ja. Wo vieles Platz hat, da sind dann Figurchen. Aus Plastik, die sind okay, also nicht sehr detailreich, aber trotzdem gut. Ja, das Weiß ist natürlich passend. Andererseits hätte ich mir da vielleicht doch ein Grau gewünscht oder so. Man müsste sich die Mühe machen, die anzumalen, denke ich. Ja, ich glaube schon. Also da würde sie dann ein bisschen besser aussehen. Also wie schon gesagt, sie sind okay, sie sind nicht ganz detailreich, aber sie sind okay. Ja, ich denke. Ja, die sind gut, nur... Wenn man dann die anderen Figuren vielleicht kennt, dann die sind dann viel detailreicher. Aber die sind schön. Also muss ich sagen, da ist wieder auch die Grafik wieder drinnen, das mag ich. Ja. Dann haben wir sowas drinnen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Das wird wahrscheinlich was abdecken oder man weiß Aktionen. Es nicht. Wir haben da so Würfelchen, so durchsichtig hellblaue Würfelchen. Ist immer schön, durchsichtige. Ja, dann haben wir da die Standys für die Figuren. Figuren. Das Spieler. Und das ist süß. Das finde ich süß. Das sind diese Hüter. Ne? Nicht Iglu, aber so Behausungen. Behausungen, die sind auch wieder süß. Also das finde ich auch in verschiedenen Farben. Sind wahrscheinlich die Spielerfarben. Ja. Lila, grün, rot. Genau. Und so kräftig gelb. Dann haben wir hier ebenfalls so für die Spieler das so, sind so kleine Zelte. Ja.
so Tipis oder wie auch immer man das nennen mag. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder ob wir da zu weit weg sind. Sind recht hübsch, gibt es halt für jeden Spieler ein paar, fünf Stück, was ich so sehe. Ja. Ganz gut. Und dann kommt noch viel mehr Spielmaterial, also so wirklich so hölzerne Materialien, das mag ich, wenn sie Holz verwenden. Ja. Also die sind auch wieder verschieden, das sieht aus wie ein Vogel oder so. Oder ein Tod, weiß ich nicht. Man weiß es wirklich. Aber so nicht, ganz klein, ja. Wahrscheinlich Marker. So, da sind die 100 Marker. Wenn man über 100 Punkte drüber kommt. Also ist für mich dann wichtig. Und das finde ich auch super. Das sind dann die Meepers, also die Arbeiter. Das erinnert mich wirklich an Primal. Ja. Extrem. Ja, die sind auch bemalt, also nicht aufgedruckt, nicht bepickt, sondern wirklich schön. So, da sind dann verschiedene Marker für die. Für die Spieler, ja. Spieler, ja, mit verschiedenen Symbolen, wahrscheinlich für Farbenblinde, das ist, was sehr gut ist, was ich eigentlich sehr mag. Wenn sie an die Farben blinden. Auch ich bin selber nicht farbenblind, aber ich mag es, wenn die Spiele an die Farbenblinden denken. Ja? Dann so in Gelb. Ja. Und dann haben wir so Bären. Da haben wir so oder Tiere. Tierefiguren. Ja. Wahrscheinlich hat jeder Stamm sein eigenes. Ach so, ein Wolf. Tier. Ja. Oder vielleicht sind sie einfach beim Spiel dabei. Man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. So, dann haben wir Karten. Karten, ja, natürlich. Damit ich auch mal was machen kann. Da. Also, hol ich alles selber. Du übernimmst mir das Ganze ein bisschen zu sehr. Na komm. Ja. Ich glaube, ich mache in Zukunft wieder alleine meine Anrufe. Nein, das macht ja Spaß. Komm. Dir vielleicht? Ja. Weil ich kann ja nichts aufmachen. Ja, weil du schaffst ja alles an. Okay. Schau, die haben diese, mein Deck hat solche Hintergrund. Ich habe verschiedene Hintergründe, da haben wir so eine Szenerie. Und da sind so Viecher, also diese schlimmen, vielleicht sind das. Auch da haben wir einfach wieder die Grafiken, die man auch schon bis dato gesehen hat. Da ist Stammeskriegerin, Kundschafter, ein Röstspieß, ui. Ja. Ich habe ein bisschen Hunger, ich sollte mir das nicht anschauen. So gegrilltes Fleisch ist natürlich schon eine interessante Geschichte. Ja. Das mag ich. So ein Deck, wo man eben den ganzen Stamm sieht und im Hintergrund sieht man dann, man weiß nicht was, aber... Ja, vielleicht ist das für Solo. Das kann sein. Kann natürlich auch sein, ja. Da hast schon recht, stimmt. Weil das ist, ja. Und dann haben wir da so noch kleine Karten, ich weiß nicht, ob ich sie aufkriege. Spielerhilfe ist dabei auf alle Fälle. Kriege ich nicht auf. Macht doch nichts. Du deines? Natürlich. Na klar, Mr. Professional. Naja. Ja, jetzt habe ich es rausbekommen. Tut dir nicht weh. Nein, tue ich doch nicht. So, schau, da ist der Hintergrund ein bisschen anders. Bei Paar. Und dann gibt es... Schamanin. Ja. Also es sind viele Karten dabei. Es sind nur Frauen. Wirklich? Nein. Doch, Schamanin, Stammesälteste. Spielerhilfen. Das ist gut. Oder? Kundschafter, na gut. Na. Das finde ich gut. Das ist wirklich Spielerhilfe und da hinten steht, wie ein Zug aussieht und so weiter und so fort. Das mag ich. Ganz interessant, wir haben hier so kleine Schälchen. Das ist vielleicht für die einzelnen Spieler. Ja. Also wo jeder dann für sich, sieht genau richtig. Ja. Wo jeder für sich dann das Schälchen hat mit seinen Figuren und ein paar Marker. Und das kann man dann auch gleich so zumachen. Ja, das ist super. Und dann hat man, das gefällt mir ja, und das ist fast das Beste schon aber von Seven Wonders Architects. Ja, genau. Du gibst jedem einfach nur so ein Ding und er kann schon starten. Aus. Genau. Und man kann starten. Da ist man diesen Weg gegangen und das ist schon mal ziemlich cool. Ja, das finde ich super. Darunter ist dann auch noch der Spielplan, glaube ich. Also das ist wieder eingeschweißt, schau. Na, so zusammen. Ja. Der Spielplan und weitere Hexagon-Marker, wenn man so möchte. Ja, man baut die Landschaft jetzt, glaube ich, selber auf. Ja. Ja. So, das ist dann da. Schaut's aus. Das ist der Plan. Schön, ja. Von hinten auch schön bemalt. Ja. Dann haben wir hier so Hexagons, verschiedene. Eis und ein bisschen eine Graslandschaft.
Dann haben wir hier ein paar andere Marker, unter anderem haben wir hier so einen schönen großen, eine Feuerstelle, Altar. Ein Totem, ein Altar, wo man auf der Rückseite dann auch ein bisschen was hat. Ja. Genauso wie auf der Vorderseite. Wahrscheinlich schaut der cool Graben. Ja, das schaut cool aus. Und dann haben wir da noch, noch einen Bereich und noch weiterhin ein paar Hexagone. Mhm. Also ja, eine Materialschlacht kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist schon viel da. Ja. Es ist wirklich schon viel da. Alles sehr, sehr hochwertig, wie ich finde. Mhm. Mir gefällt hier das Inlay-Konzept. Ja. Ob es wirklich was kann, das muss man dann natürlich sehen, aber ja, das muss man dann so auf den ersten Blick scheint es schon ganz vernünftig zu sein. Mhm. Ich bin auf alle Fälle schon gespannt. Also ja, ich freue mich auch schon, wenn das spielt und schauen wir uns das an, wie das funktioniert. Und dann können wir gleich darüber berichten. Genau. Oh je, jetzt kriege ich es wieder nicht so. Natürlich, ich weiß ja nicht wie. Macht er nichts, ich kümmere mich drum und du machst dabei das nächste Spiel auf. Ne? Ist ja alles live ist da. Ist gut. Nämlich Discordia. Discordia ist ein Spiel in Römerzeit, ja, wo man entlang des Flusses einfach Siedlungen aufbauen muss. So, und zwar Außenposten an der Grenze zu Germanien. Erste Größe, Siedlungen an Rhein. Und da haben wir schon gedacht, ja. Wieso nicht? Ist ja gleich in der Nähe der Rhein in Deutschland. Und dann habe ich mir gedacht, ja, komm, schau es dir an. Und der Cover ist auch schön. Also mir gefällt es. Viele sagen, ist so nichts sagen und so. Aber ich finde es gut, da ist eine Römerin, ein kleiner Römer und da ist ein Fluss und eine angefangene Siedlung. Also ich würde nicht sagen, dass das Cover nichts sagend ist. Ich finde es nur langweilig. Ja. Ich finde das Cover langweilig. Ja, da haben wir dann verschiedene Materialien, Meeple, Sterne, das ist ein paar Würfel und so weiter und so fort. Also in verschiedenen Farben. Ist okay. Könnte besser sein, aber ist okay. Dann haben wir wieder Sticker, ich weiß nicht wieso. Dann Plastikbäckchen, dann so ein normaler Stoffbeutel, ohne nichts, ohne irgendwas. Dann haben wir eine deutsche Spielanleitung. Die ist schon ein bisschen gelitten hat. Zerknitscht. Aber das macht ja nichts. Das macht nichts, Hauptsache es ist gut beschriftet. Es ist okay. Also ich finde die bisschen, Farbe ein bisschen zu aggressiv gewählt. Ja, also ein bisschen, ich weiß nicht. Irgendwie, ja. Aber gut. Es ist, also wenn es gut beschrieben ist, dann passt es auch wieder. Und von der anderen Seite sind dann die englischen Regeln. Die englischen Regeln, genau. Regeln, ja. So, dann haben wir da so aus ganz dünnem Papier. Wahrscheinlich sind das die Playerboards. Oh je. Mag ich nicht. Oh je. Weil es mir zu dünn ist. Ja, es das dürfen ist die wirklich Playerboards ein, sein. Ja. Ja, und da steht, bei dir steht auch Sticker und Sticker und Sticker. Ah, da kommt ein Sticker, ja, drauf. Ah, okay. Ist das so, warum? Weiß ich nicht. Vielleicht kann man was individualisieren. Das kann sein, ja. Dann ist das so eine Art Legacy-Aspekt. Ja. Ja, und es sind das auf alle Fälle, Sticker. Es sind auf alle Fälle ein paar. Ja, vier Stück, die also man E4, abnehmen, okay, kann. Ah, gut. Und das ist dann, glaube ich, das Haupttableau. Ja. Ja. Na gut, dazu wissen wir noch zu wenig. Es ist ja auch ein Unboxing. Ne? Yep, genau. So, jetzt greife ich da mal rein, weil sonst komme ich nie zu irgendwas da. Wir haben jetzt die Layer 2 Ebene, wie es so schön heißt. Da haben wir ein paar, okay, komplett ganze. Okay, das muss man wahrscheinlich draufkleben, oder was? Ganze Marker. Oder halt ganze Boards, da kann man was auspümpeln und somit hat man dann im Prinzip vielleicht eher ein Double-Layered Board. Mhm. Nur dass die Unterseite halt, ja, wahrscheinlich dass das die ist. Unterseite eben dann aus Papier ist, ja, und oben drüber haben wir einfach das. Ah, deswegen kommt vielleicht der Sticker. Und durch die Sticker rein. Kann man das dann wie das aufkleben. Angeklebt, ja, okay, kann hält. Ich damit leben. Ah, ja. Es ist dann Double-Layered und ja, sicher. Ja, das ist dann wieder okay, ja. Das ist dann wieder okay. Wenn man das dann draufklebt und dann fester ist, ja, ist okay. Ja. Eine gute Lösung, eine billige, aber eine gute Lösung. So. Ja. Dann haben wir da so einen Bogen, der zusammen mit einem anderen Bogen ist, in Spielerfarben anscheinend. Ja, vermutlich. Ne? Ja, vermutlich. Man weiß es wirklich nicht. Ja, schon. Wir haben da auf alle Fälle verschiedene Marker. Mhm. Die Grafik gefällt mir nicht. Muss ich sagen. Ja, das sieht man dann von oben. Man sieht quasi von oben so ein Römer, ja, Dorf. Ein Römerdorf oder halt eine militärische Anlage, ja, und so weiter. Ist halt alles von oben. Mhm. Puh, ja.
Ja. Ist okay, aber so ganz, ganz begeistert bin ich von nicht, leider. Wir werden es erleben. Also ja. Man muss es spielen, um es dann letztgültig zu beurteilen, weil nur vom Aussehen her, also so, kann man nicht sagen, ob das Spiel gut spielbar ist oder ob das gut ist. Aber ich habe mehr erwartet. Also ich habe wirklich ein bisschen mehr erwartet. Tut mir leid, aber es ist halt so. Ja. Da hinten schaut es nämlich ein bisschen anders aus. Ja. Mhm. Wo ich mal gedacht habe, ja, wieso nicht? Findest du, hinten schaut es anders aus? Ich sehe hinten jetzt genau das, was ich gesehen habe. Oh, ja, ja, schon. Man sieht schon, aber wenn man so schnell hinschaut, dann denkt man sich, oh ja, cool. Mhm. Ja. Und dann kriegt man es in die Hände und hinten. Ja, aber wie gesagt, wir sind jetzt nicht so offen, wie sagt man da? Offen? Wo man nur aufs Äußere geht. Achso, ja, nein. Wir sind ja nicht so oberflächlich. Ja. Genau, danke. Wir sind keine oberflächlichen Menschen. Ja. Aber der erste Eindruck, der zählt nun mal auch und der ist jetzt so lala. Mhm. Ich finde die Idee toll, dass man diese Double Layer macht, weil wenn es Geld spart und ja, wenn es dadurch für mich auch günstiger wird, warum nicht? Ja, mein Gott, wenn es den Zweck erfüllt. Ja, das schon. Dann passt das schon. Mhm. Aber wir werden uns die Spiele anschauen, beide nämlich. Zu Ende des Winters gibt es auch schon ein paar Erweiterungen, gibt es auch bei mir schon im Laden verfügbar. Mhm. Wenn ihr eines von diesen beiden Spielen gespielt habt oder vielleicht beide, dann schreibt uns bitte in die Kommentare, wie sie euch gefallen. Jupp. Ob wir da jetzt vielleicht zu hart mit dem Spiel ins Gericht gehen, ob wir dort zu überschwänglich waren oder wie auch immer. Zwei verschiedene, ne? Ja, genau. Wie zwei verschiedene. Man weiß es ja nicht, ne? Ja. Lasst uns daran teilhaben, gebt uns da vielleicht ein paar Tipps schon, worauf wir achten sollten. Dann, das gibt ja auch manchmal, dann habt ihr uns damit auch schon sehr gut geholfen. Mhm. Und generell einfach, wie euch die Spiele gefallen. Ja, das ist ja auch schon mal schön zu lesen. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto!